Servus Leute und willkommen zum nächsten Video. Ja, nächstes Video. Ich hoffe, dass das dann irgendwie funktioniert. Naja, das seht ihr dann, wenn es funktioniert hat. Ich filme jetzt was, aber ich war gerade drum. Hab bloß mein Laptop angesteckt und ja, die Steckdosenleisten eingeschaltet und auf einmal fährt mein Rechner einfach hoch. Also der Hauptrechner, wo ich die Videos schneide. Ja, macht aber nichts. Schwarzes Bild. Netzstecker geht zu, nachdem er nicht reagiert hat. Stecker wieder rein, nichts mehr passiert. Eingeschaltet, fährt hoch und sagt Non-System-Disk. Okay, schön. Ja, irgendwie war der Rechner ein Klatscher weg. Naja, werdet ihr sehen, ob es wieder funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich mir was einfallen lassen, weil dann ist der Hauptrechner jetzt im Arsch. Sowieso scheiße, weil der ab nächsten Jahr dann nicht mehr unterstützt war. Der hat noch Windows 10. Das läuft ja aus, bräuchte ich Windows 11, aber dafür ist er nicht gebaut, das kann er nicht. Also sprich, was haben sie denn? Sprich, der Rechner ist dann sowieso eigentlich veraltet. Ja, ganz toll. Wie lange habe ich noch jetzt? 4 Jahre? 3 Jahre? Ja, jetzt müsste ich ja einen neuen Rechner kaufen. Dafür fehlt mir aber definitiv jetzt das Geld. Na, warum fehlt mir das Geld? Naja, ganz einfach. Fangen wir halt jetzt einmal so an. Was machen wir jetzt eigentlich? Also das erste, was ich jetzt mache, ist den Warnblinkschalter bei meinem 15er tauschen. Weil der ist schon seit einem dreiviertel Jahr ziemlich im Arsch. Und im nächsten Jahr, im April, habe ich wieder TÜV. Und dann sollte natürlich schon funktionieren. Die Sache ist nämlich die, der Warnblinkschalter, das ist ein heller Warnblinkschalter. Wunderbares Beispiel. Also normalerweise in dem Fall der funktioniert. Jetzt macht das nämlich auch nicht mehr. Jetzt leuchtet nur noch der Warnblinkschalter, aber blinkt nicht mehr. Na gut, auch gut. Das Gehäuse, das ist ein heller Warnblinkschalter. Das Gehäuse ist unten her Kunststoff, ein Kunststoffboden. Und dann ist wie so ein Leichtmetall, könnte Alu sein, Haube drüber. Und das Ding, das fällt immer wieder auseinander. Das ist jetzt schon der zweite, der da drin ist. Seit ich den Schlepper 2018 restauriert habe, ist es der zweite Warnblinkschalter und der zweite Warnblinkschalter, der im Arsch ist. Ärgerlich. Ja. Also Hella kommt mir da nicht mehr rein. Ich bin normalerweise von Hella überzeugt. Ich habe auch die Blinker sind von Hella. Die passen da ganz gut. Die Alarmlader sind Hella. Die Scheinwerfer vorne, das Zeug ist alles. Das ist alles Hella. Wunderbar. Alles prima. Die Lade, das ist Hella. Der Scheinwerfer, okay, der Bosch-Scheinwerfer wäre schöner gewesen wie der Heller. Aber das ist wurscht, der funktioniert, der macht was er soll. Aber der Warnblinkschalter, der taugt einfach nichts. Jetzt war ich vor der Entscheidung gestanden, bestellst du wieder an. Ja, das sind auch, ich glaube, 90 Euro. Bestellst dann Bosch, der kostet, glaube ich, 150 Euro. Den hätte ich im KL 300 drin. Bosch finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Dann hat aber der Vater, weil wir für einen Bekannten was gemacht haben, einen Warnblinkschalter bestellt. Hersteller ist Herd und Bus. Und da hat er mir dann gleich einen mitbestellt. Hat er gesagt, komm, dann nimm doch mal so und probier den aus. So schaut das Ding aus. Von der Machart im Endeffekt wie der vom KL 300. Wie der Bosch. Der schaut genauso aus. So da diese Kunststoffhaube da und den Gummigriff da hinten dran. Nur, dass der jetzt da zum Stecken und nicht zum Schrauben ist. So, das muss ich dann anklemmen. Eine 3030L, 54-54FR. Ja, das werden wir jetzt dann einmal machen. Kommt dann der neue Warnblinkschalter rein. Ich habe mir dafür jetzt ein paar Stecker her. Weil der andere, der ist, der jetzt drin ist, der ist auch noch mit fester Kabel, die sind angelötet. Und die habe ich mit Quetschverbinder, also so Quetschlötverbinder zusammen gemacht. Die werde ich wahrscheinlich auch drin lassen, dann sind die Kabel ein wenig länger. Aber die Kabel quasi oben abschneiden, abisolieren und mit Stecker versehen und das Ganze dann auf ein neuer aufklemmen und dann sollte das wieder funktionieren. Das haben wir die erste Aufgabe, dass das erledigt ist und gut ist. So, das zweite könnte ich jetzt an der Stelle mal sagen. Es wird demnächst einmal eine Veränderung geben. Na, keine Veränderung in die Videos. Also wie gesagt, wenn das mit dem Schneiden irgendwie funktioniert. Dann nicht in die Videos eine Veränderung, sondern es wird an mir eine Veränderung geben. Und zwar, ich sage es nur einfach so frei raus. Ich möchte nur mal einen Führerschein machen.
zwei Führerscheine. Und zwar den BE-Führerschein. Also wir wissen ja eigentlich auch nicht, aber ich habe tatsächlich keinen Anhängerschein fürs Auto. Also ich darf am Auto keinen Anhänger ziehen oder halt nur an 750 Kilo hängen oder halt entsprechend unter 3,5 Tonnen. Problem ist, der VW-Bus mit Anhängerkupplung ist an sich ein Auto, der wiegt, glaube ich, zulässiges Gesamtgewicht 2,8 Tonnen. Also da würde ich ja einen 750er Hänger Anhänger, haben wir aber nicht. Ist auch irgendwie blödsinnig. Alternativen wäre dann quasi Unterhänger, aber Unterhänger, der hat ja schon ein Leergewicht von 700 oder 800 Kilo. Sprich, denn wenn ich noch hänge, dann bin ich ja sowieso schon drüber über die 3,5. Und ja, darf ich dann nicht fahren. Das ist irgendwie kacke. Land Rover, selbe Spielchen. Das Auto hat eine zulässige Gesamtmasse von 3050 Kilo. Ich darf dann 750er Hänger noch machen. Das ist aber irgendwie Spielerei. Dann käme dich ja auch schon über die 3,5 Tonner. Und was willst du mit einem 350er Hänger? Ich meine, ich möchte auch mal vielleicht eine Kuh fahren. Ich möchte vielleicht auch mal Schwein transportieren oder mal irgendwas Größeres irgendwo abholen. Oder. Und ja, dann macht es doch irgendwie Sinn, den BE-Führerschein zu machen. Er kostet jetzt mittlerweile ein wenig Geld. Damals, wie ich Führerschein gemacht habe, 2007, 2008, hätte ich nicht mitmachen sollen. Da hätte er 230 Euro gekostet. Jetzt kostet der Schein halt 800 bis 900 Euro. Ja, das ist Dummheit. Aber gut, dafür muss man halt 34 Jahre alt werden, um sich in den Arsch zu beißen. Na, ich rede eigentlich schon länger, dass ich ihn da machen müsste. Und jetzt ist halt doch einmal an der Zeit. So, und das Zweite, was ich dann machen möchte, wie gesagt, zwei Führerschein. Ich bin früher, also ich habe vor 20 Jahren einmal die Mofa-Prüfbescheinigung gemacht und habe ich mit dem Mofa gefahren. Das war mein erstes motorisiertes Fahrzeug in die Schule. War ein Feuerwehrhaufen. Komme ja frei so raus, so ein Schwarz gefahren, ne? Da wegen ohne Feld, wenn ich dann nenne, und mit dem Bulldog. Und ja, das hat ja keinen interessiert, das war halt eine andere Zeit. Da hat es keinen gejuckt. Und dann habe ich damals die Mofa-Prüfbescheinigung gemacht und bin dann viele, viele Jahre, also bis zum Autoführerschein, mit dem Mofa rumgeschürt. Hab dann zwischenzeitlich einen Roller gehabt. Der war zwar auch nicht schlecht, aber das Mofa war trotzdem irgendwie das Schönere. Das hat mir besser gefallen. Der Roller steht ja noch da drinnen. Ja, den werden wir jetzt nicht gut sehen. Den habt ihr vielleicht schon in die Videos gesehen. Das ist ein alter Yamaha Slider. Der hat einmal besser ausgeschaut, bis mein Arne Bruder sich verewigt hat. Und hat dann einmal nicht ganz fachmännisch lackiert. Naja, jetzt steht er halt dahinter, keine Fäden mehr. Also, der ist mittlerweile ziemlich eingestaubt. Der gängt, der fährt auch recht zügig. Das ist eigentlich keine schlechte Rolle. Bräuchte halt einmal das sauber machen und vielleicht einmal überall ein wenig das übererben. Vielleicht einmal ein neuer Lack. Weil, was er da gebaut hat, das ist halt wirklich nicht schön. Das ist ein hässlicher Lack gewesen. Original war er schöner. Aber nichtsdestotrotz, also ja, der wäre da, den könnte ich natürlich fahren. Will ich aber nicht. Mir hat damals das Mofa im Endeffekt besser gefallen und ich möchte jetzt eigentlich, ja, es gelustet mich eigentlich schon seit ein paar Jahren. Ich möchte da mal wieder Moped fahren oder halt, ja, Motorrad. Das waren eigentlich auch so, ach, du machst den A-Schein. Nee, den A-Schein mache ich nicht. Klar, der, ich könnte dann direkt Einstieg machen, aber der ist schon, ja, recht kostspielig, 2.500 Euro. Und so ein großes Motorrad brauche ich eigentlich nicht. Ich will auch nichts Modernes haben, sondern ich möchte was Altmodisches haben. Ich möchte keine moderne Plastikbombe, das gefällt mir einfach nicht. Also der Roller ist mir eigentlich schon sehr modern. Also wenn ich eine Rolle fahre, dann vielleicht so ein alter Piaggio, Vespa. Noch die ganz alte Bauform, so wie sie früher ausgeschaut haben. Vielleicht. Will ich aber auch nicht, sondern ich möchte eigentlich Moped bzw. Motorrad so aus der Zeit zwischen 1935 bis 1950, 1960. Quasi großer, dünner Räder, ein rundlicher Tank und halt ja die Urform vom Motorrad. Schon ein bisschen was geguckt gehabt und ja, über ein paar Bekannte noch Bilder gekriegt und Tipps und Zeug, was man gucken kann. Ja, und da möchte ich jetzt den B196er Schein machen. Der ist ein wenig günstiger wie der Cruiser Motorradschein. Der kostet mich 700 Euro. Das sind im Endeffekt plus 4 Theoriestunden und 5 Fahrstunden. Und keine Prüfung. Deswegen
ist er ja relativ kostengünstig. Billig ist er nicht. Könnte günstiger sein, aber gut, da werden wir nicht mit leben müssen, das wird nicht mehr billiger. Auf jeden Fall, den wollte ich noch machen. Und ja, dann wollte ich ein wenig Moped fahren. Die Scheine kosten natürlich jetzt dann, wie gesagt, ein wenig Geld, so um die 1600, 1700 Euro, je nachdem, wie viele Vorstunden ich brauche und zeige. Und ja, das ist der eine Grund. Ja, und der zweite Grund, naja, ich wollte jetzt dann für den Führerschein beim Führerschein-Sehtest, weil den braucht man ja. Und ja, jetzt braucht halt der Herr Fischer dann irgendwie einmal eine Brille. Ich bin Sehtest nicht bestanden. Also, ich sehe ich eigentlich alles, ich sehe ich auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt gesagt. Klar, wenn ich jetzt dann eine Nähmaschine einmal eine Fädler in die Nadel einfädeln will, ein wenig die Augen zugegriffen und einmal ein wenig so gebobbelt. Aber es funktioniert eigentlich. Ich kann auch eigentlich recht gut lesen, aber das linke Auge sieht ein wenig schlechter, kommt von der Sehkraft nicht mehr hin. Ja, brauche ich halt eine Brille. Ist halt so, wie hat mir der Optiker erklärt, naja, eigentlich sind die Augen nicht schlecht, aber das ist halt in der Linsen quasi, oben und unten hier sind sie ein bisschen, ja, blöd gesagt, ein wenig eingedellt oder ein wenig ausgeformt und dann eine leichte Kurzsichtigkeit, eine leichte Weitsichtigkeit, so ein bisschen hier und her. Na gut, brauchen wir halt ein Glotzophon. Ist halt so, also das ist die Veränderung, die es dann demnächst einmal geben wird. Bestellt ist die Brillen schon, ich bin auch mal gespannt, was das sagt. Ja, mei, jetzt, wie gesagt, 34 Jahre alt, jetzt werden wir älter. Und ja, die Familie ist vorbelastet. Der Großvater hat auch Brillen gehabt, die Großmutter hat auch Brillen gehabt, der Vater hat auch Brillen, die Mutter hat auch Brillen. Naja, brauche ich halt auch mal auch Brillen, das ist einfach so. Die Mutter hat eine extreme Hornhautverkrümmung, das habe ich Gott sei Dank nicht. Das hat meine Schwester zum Beispiel auf dem Anach. Ja, das ist halt quasi genetisch so vorgegeben, kannst du sagen. Und ja, ich habe als kleines Kind im Kindergarten schon mal auch Brillen gehabt, ich habe in der Vorschule und Schule eine Brillen gehabt, dann viele Jahre nicht mehr, dann als Jugendlicher noch einmal und dann wirklich wieder sehr, sehr lang jetzt nicht mehr. Deswegen kennt mich eigentlich auch keiner mit Brillen, aber jetzt halt beim Sehtest. Ich meine, ich habe schon gemerkt, wie gesagt, man muss einmal sich ein wenig mehr anstrengen, aber weil der Optiker auch gefragt hat, ob ich nicht jetzt regelmäßig Kopfschmerzen habe, wenn ich was lesen tue, das sage ich, nein, überhaupt nicht, also gar nicht. Das verwundert mich eigentlich. Ja, naja, also. Ich sagte, jetzt brauche ich halt eine. Ist einfach so. Ja, und das sind jetzt halt ein wenig Kosten, die da mit reinspülen. Das ist halt da wieder Geld, das was man noch zusätzlich ausgeben muss. Ja, und dann ist jetzt kein Geld für einen neuen Computer. Deswegen habe ich eigentlich auch nicht vor, einen neuen Computer zu kaufen. Zumal ich mir eigentlich erst das Laptop gekauft habe. Das, was ich vorhin zum Laden angesteckt habe. Das ist noch nicht lang her. Weil das Alter kaputt war und das ist so ein wenig das Arbeitslaptop, wenn man mal in der Halbus gucken will oder so, habe ich das Ding ab und an einmal dabei. Ja, da habe ich jetzt eigentlich nicht vor, schon wieder für 700, 800 Euro einen neuen Rechner zu kaufen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Ding wieder irgendwie zum Laufen bringe. Mal alles an Laufwerke abklemmen, was dran ist, einmal die Festplatten überprüfen. Die ganzen Kabel innerher, vielleicht haben die Katzen nochmal, dass die gespült haben oder was und sind blöd draufgekupft auf dem Rechner. Eigentlich nicht, weil in der Ecken drin ist, kann nichts passieren, aber da war es ja nicht. Mal alles prüfen und vielleicht kriege ich nachher dann wieder zum Laufen und wenn nicht, ja dann wäre dumm. Aber gucken wir mal. Wie gesagt, jetzt machen wir erst einmal das. Das sind aber Neuigkeiten von meiner Seite. Genau, jetzt fangen wir mal da an. Haube auf und dann bobbeln wir mal. Und wer sich gewundert hat, was steht denn da für eine Doppelbox? Ja, ich habe mein Mittagessen mit runtergenommen, da kommen wir nämlich ein wenig naschen. Die sind übrig gewesen, das waren Pizzabrötler selber gemacht. Ich habe mir die in der Mikrowelle jetzt nochmal warm gemacht. Ist sie natürlich jetzt nicht mehr knusprig, sondern eher ein wenig natschig, aber das stört mich nicht. Die werde ich jetzt nebenbei da noch mampfen und da ein wenig basteln. Ja, und warum bin ich überhaupt dann am Dienstag daheim? Ganz einfach, ich habe eigentlich schon vor eigentlich eine Woche Urlaub beantragt für die erste Oktoberwoche. Hat sich aber dann leider zerschlagen, hätte ich eigentlich doch erben müssen. Also, ist erst genehmigt worden, dann hat sich aber zerschlagen, hätten wir doch erben müssen, weil es so dringend war. Und gestern früh erreicht mich die Nachricht von meinem Arbeitskollege, ja ehrlich, daheim, er ist krank. Ja, und dann konnte ich halt dann doch Urlaub machen. Deswegen bin ich daheim. Und deswegen mache ich dann auch mal Sachen daheim. Genau, und dann machen wir jetzt einmal.
In diesem Sinne Mahlzeit. Na komm. Ja, ja. So, jetzt geht's wieder ab. Idealerweise bei den Spieltagen müsstest du eigentlich hergehen und den Motorraum runternehmen, dass du von einer kommst, weil der Tank so lang ist. Aber wir werden das schon irgendwie regeln, dass das auch so funktioniert. Hier ist wieder alles sau eng. Ich hätte vielleicht eine Schalter Erstbremse machen sollen. Da an der Seite ist der Nebel. Da kommt mir ein beschissen nach. Ich habe da mit einer Schlüsselzange. Die Muddeln vom Warnblinkschalter aufzumachen. Nicht ganz einfach, weil der Platz einfach nicht gegeben ist. Man wollte halt eben nicht die Haube erst aufmachen und dann losschrauben. Umgekehrt wäre es besser gewesen. Aber egal, ich liebe die Herausforderung. Das wisst ihr ja. Ja, wisst ihr doch, wie man das sagt. Man kann sich's umständlich auch machen. Dann mal losschrauben. Na? Na? Ich muss Mutter. So, der ist frei. Ich könnte natürlich das Tor auch ganz aufmachen, dann hätte ich vielleicht ein mehr Licht. Schmutz. So. Jetzt gehst du mal her, Schätzele. Ah ja. Und die Leuchte. Vielleicht soll ich doch den Batteriepol runter machen. Wieso habe ich das so blöd gebaut? Oh Mann! Scheiße, sind die Kabel kurz, ich habe gedacht, die sind länger. Och nö! Du hast nirgend. Verdammt! Och so ein Scheiß hier! Mir ist denn da was? Ich kümmere dich ja gleich eins zu eins umstützen. Ah! Geht doch, ist doch ein bisschen länger. Scheiß Kabelbinder. Also wir haben da schlichte Augen. Ein Kabel, das können die Masse so. Muss aber nicht. Was bist denn du? Ja, mach mal anders. So, Kinesch, damit ihr wisst, was ich meine. Heller Warnblinkschalter
Na, das könnte Zinkdruckguss sein. Das Gehäuse, ihr seht, da sind zwei Kabelbinder rum. Warum? Wenn ich die Kabelbinder aufmache, jetzt kein Seitenschneider dabei, aber das geht so auch. Wenn ich die Kabelbinder wegmache, dann passiert gleich Folgendes. Made in India. Ja, das ist das Problem. Dann seht ihr schon. Patsch. Fällt auseinander. So. Und der, wenn er auseinanderfällt, kommt natürlich der Regen rein. Und die Funktion ist nicht mehr so ganz gegeben, weil die Kontakte ja dann nicht mehr überall sind, wo sie auch sollen. Und das Ding, das macht mir jetzt schon seit einiger Zeit auch, ja. Und der vorherige, das war genau dasselbe, ist mit demselben Problem auseinandergefallen. Ich weiß nicht, warum das ist. Vielleicht mögen diese Wandlingsschalter die Vibrationen von dem Schlepper da oder nicht. Der Zweizylindermotor, ich meine, gerade im Standgas, dann es rabbelt und tut ein wenig. Vielleicht mochte es der Schalter nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mich der geärgert und fällt halt immer auseinander. Ja. Und ja, so sollte das natürlich nicht sein. Könnt ihr euch vorstellen, ein Warnblinkschalter, der dann so auseinanderfällt und nicht funktioniert, ist ziemlich nutzlos, weil ein Warnblinkschalter soll ja funktionieren, wenn du da brauchst, zum Beispiel, wenn du mit Anhänger rückwärts fährst, du willst ja die Autofahrer signalisieren, Achtung, oder du bleibst liegen und willst signalisieren, Vorsicht, da ist was. Und dann, ja, ziehst das Ding und er macht nichts. Das macht er gar nichts. Noch besser. Na gut, ich habe den Stecker abgezogen. Also, naja. Ihr seht schon, der ist auf jeden Fall im allerwertesten. Machen wir halt einmal neu. Kabel sind halt dummerweise sehr kurz. Also viel werde ich jetzt nicht sehen, wenn ich das neu popel, weil der sitzt hier vorne. Da ist das Loch dazu. Habe ich übrigens einmal da unten neu gemacht. Der saß nämlich vorher da oben. Und wenn du die Haube aufgemacht hast, da die Haube mit dem Wandlingsschalter abgebrochen. Oder hätte er abgebrochen, dann habe ich den alten nicht mehr runtergeschraubt da vorne, das rote Ding. Dann konnte ich aufmachen und habe ich das einmal getauscht, habe die Ladekontrollleuchte da oben rein und den dann unter. Und da, wo die Ladekontrollleuchte war, da sitzt ja jetzt das Fandamometer drin. Ja. Na ja, gut, jetzt mache ich einmal schauen. Ja, ja, voll auseinander. Jetzt mache ich halt einmal schauen, dass ich dieses Ding da irgendwie rausgepopelt kriege. Kabel abisolieren, Steckerchen drauf machen, solche Flachstecker und im neuen dann einstöpseln, einbauen und hoffen, dass es dann funktioniert. Ist ja normalerweise nur Plug and Play. Ja, groß filmen, wie gesagt, ist hier vorne nicht. Von außen, wenn ich filme, ist blöd. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich das habe. Ich glaube, das ist einfacher. So, der neue Wandlingsschalter ist drinnen. Allerdings habe ich mal ein bisschen Unterstützung holen müssen, weil A hat es mit 1:1 Aufklemmer nicht funktioniert, weil der Heller eine siebte Klemme gehabt hat fürs Bremslicht. Der Schlepper da hat aber kein Bremslicht. Der besitzt es nicht. Mein Karl 300 hat eins, das wurden wir den Katzen. Schön. Der Karl 300 hat eins, der nicht. Jetzt habe ich dann schon mal vor einem Problem gestanden und es hat partout nicht funktioniert, hat nicht geblinkt. Und der zweite Punkt war, ja, ich bin nicht nachgekommen, es muss die Haube runter und die Haube, ich kann es auch zwei Tode lösen. Aber à la runterheben ist einfach beschissen, weil sie halt doch relativ unhandlich ist. Schwer, wer hat es nicht einmal so sehr, aber halt unhandlich. Dann haben wir vorher mit dazu geholt und dann haben wir das schnell gemacht und jetzt funktioniert es. Zündung ist aus. Und hinten? Zündung ist ein. Auch. Auch. Ja. Jetzt funktioniert wieder alles. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder einen Wandlingsschalter. Ja, der steht leider ein bisschen raus. Ja, das ist einfach. Ich habe schon überlegt, ich hätte es eigentlich auch nicht rum machen können. Das ist einfach dem geschuldet. Die sind halt so gemacht, wenn du recht dickes Blech hast oder ein dickes Armaturenbrett. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht wegschneiden könnte, kürzen könnte.
Ich glaube nicht. Jetzt hätte ich nachher halt dann so einbauen müssen, dass er weiter drinnen ist. Das Problem ist, diese Scheibe da, die gehört eigentlich zum Hellerwandlingsschalter. Die habe ich aber verwenden müssen, weil die Ladekontrollleuchte hier war ursprünglich da. So war das nämlich. Und die hat ein größeres Loch, einen größeren Ausschnitt wie der Wandlingsschalter. Jetzt habe ich die dann versetzt, dass die Haum halt aufgeht. Ja, da musste ich das Grus aufbauen und da war natürlich das Loch jetzt sehr groß. Deswegen habe ich jetzt dann die Scheiben drauf gemacht. Der Wandlingsschalter selber, der passt wunderbar rein, ist da durchzentriert. Aber du siehst halt dann trotzdem das riesige Loch und das hält nicht einfach. Deswegen die Scheibe da. Und ja, jetzt habe ich halt die anderen Zentralmuren da noch, die Zentriermuren, die Kontermuren drauf gemacht. Ja. Funktionierend, oder? Das ist das Wichtigste. Was anderes braucht es ja nicht. Schauen wir mal, glüht er jetzt oder glüht er jetzt? Ja. Seit neuestem hat er da so ein wenig Probleme. Wahrscheinlich ist mein Glühstartschalter kaputt, aber der glüht. Okay. Wahrscheinlich hat der auch ein wenig an Tatsche weg. Ich meine, das ist der Alter aus meinem 15er gewesen. Und ja, Baujahr 55, ich meine, könnte schon sagen, dass jetzt irgendwann nochmal kaputt ist. Wäre natürlich ärgerlich. Kontaktprobleme oder irgendwas. Naja, auf jeden Fall, das funktioniert wieder alles. Sagen sich ja, was nicht funktioniert, das sind diese Kontrollleuchten. Die haben aber tatsächlich noch nie funktioniert, weil innen kein Innenleben mehr ist. Die sind kaputt. Das war ja die ganze Blinkanlage von meinem K15. Eigentlich der KA15 hat einen Lenkstockschalter da oben dran gehabt. Den, was du da bedient hast. Der war aber bei dem dann nicht mehr vorhanden. Der hat ja gar keine Elektrik mehr gehabt. Also wer die alten Videos kennt, der weiß das ja. Und ja, ich habe damals was gebraucht. Der Lenkstockschalter selber wäre recht teuer gewesen. Das Innenleben für den Blinkschalter wäre auch recht teuer gewesen. Dann habe ich gedacht, naja, dann machst du es halt ohne Innenleben. Habe ich halt keine Kontrollleuchten. Im Normalfall funktioniert ja sowieso alles. Ich weiß ja, wenn mein Blinker geht. Und ja, bei dem Bulldog, der ist ja offen, du siehst es ja, wenn der Blinker blinkt, weil wenn du auf dem Sitz hockst, du siehst da deiner Blinker. Und wenn du jetzt abgebogen bist, dann brauche ich keine Kontrollleuchten, um zu sehen, dass er blinkt, sondern das sehe ich spätestens da, wenn ich dann, Moment mal, Blinker. Kann ja mal passieren. Im Normalfall vergisst man es nicht. Was natürlich da ein wenig ungünstig ist, gebe ich ja zu, du musst dich halt immer vorbeugen, musst nach da unten bedienen. Aber gut, ich habe mich daran gewöhnt, ich fahre jetzt schon seit einigen Jahren. Und ja, ich kenne es nicht anders, dann wird es halt nur gebuckt, dann wird geblinkt. Dann muss man halt unten einlangen. Blink, blink, blink. Und wie gesagt, wenn du jetzt da auf vorne Position bist, du siehst ja, dass der Blinker noch an ist. Also, selbst wenn du jetzt ein wenig kleinere vorne bist, du siehst ja den Blinker. Und ja, da kann ich auf ein Kontrollleuchten verzichten. Und ob jetzt hinten der Anhänger geht, das macht man ja normalerweise sowieso vor Fortantritt. Weil normalerweise fährt man ja nicht los, ohne kontrolliert zu haben, ob der Hänger abfahrbereit ist. Und die Beleuchtungsanlage ist ja sowieso komplett neu gekommen bei dem. Auch die Kabel habe ich ja komplett neu gemacht. Den habe ich ja mal überholt. Der hat ja hinten größere Lampen drauf, falls man das überhaupt sieht. Ja. Und wie gesagt, nochmal, man macht ja eine Abfahrtskontrolle. Man guckt ja eigentlich, dass alles funktioniert. Eigentlich. Und ja, dann kann ich auf die Kontrollleuchten verzichten. Ah, wenn es vielleicht schön wäre, wenn es auch dran wären. Aber ich glaube, das Innenleben hätte irgendwas um die 200 Euro gekostet. Und da habe ich mir auch gedacht, dass ich 200 Euro jetzt ausgeben für was, was ich eigentlich nicht zwingend brauche. Habe ich es bleiben gelassen. Wie gesagt, die sind halt leer. Aber es funktioniert. Hauptsache, das geht wieder. Blinke funktioniert. Warnblinke funktioniert. Das ist das Wichtigste. Ist wieder TÜV-konform. Das passt soweit. Der TÜV-Prüfer hat es auch bislang nie bemängelt, dass da jetzt keine Kontrolllampen gegangen sind. Von daher, ja, wenn er da nichts sagt, dann lassen wir das mal als gut dastehen. Genau. Ist auf jeden Fall jetzt wieder aufgeräumt, alles sauber dran. Motorhaube ist wieder fixiert. Das ist immer ein wenig ein Gefriemel, die drauf zu machen, wenn du da lau bist, weil die ist halt recht zusammengespannt und die Schrauben, die du da siehst, wo es auch nachgeschraubt ist, die geht durch den Motorhaum, durch das Blech vom Armaturenbrett
Und dann noch einmal innen rein in den Haltebügel, der draufgeschraubt ist, wo es dann nachgeschraubt wird. Und das, wenn du da Alarm machen willst, du blockst dich halt wie ein Ochs, weil es halt im Ganzen ein bisschen zusammengespannt ist. Du kriegst die Alarme drauf, deswegen da war Hilfe nicht schlecht. Und dann hat es auch wesentlich schneller funktioniert, als das Zeug wieder gegangen ist. Hab wieder nicht dran gedacht, wir haben ja eigentlich ein Gerät. Steckst da die Batterie an und dann kannst du deiner Kabel durchpfeifen und guckst, was ist. Ja, ich vergiss das immer. Denke ich immer nicht dran. Denke immer noch Prüflampen, aber wir haben ja das Gerät. Ja, gut. In diesem Sinne, dann haben wir das. Noch haben wir den Zahnrahmen und gutes. Ja, und den alten Warnblinkschalter, du. Du siehst echt schon, da sind die Kontakte da oben weggebrochen. Das ganze Innenleben. Da ist er weggefallen. Ich gehe einfach davon aus, das sind die Vibrationen im Schlepper, dass das dann nicht mehr funktioniert und naja. Der hat auf jeden Fall keine richtige Funktion mehr gehabt, ob der gesehen hat oder bloß geleuchtet, aber die Blinker haben überhaupt nichts gemacht. Also ich weiß nicht, was sich Hella dabei gedacht hat, das ist einfach lumpert gemacht. Der ganze Aufbau, das Plastik, das ist ja da bloß so reingeklipst. Ich bin da ja nicht wirklich davon begeistert. Weiß nicht, vielleicht geht es bei einem anderen Schlepper besser, weil im Allgäu ist ja auch nicht drin, der funktioniert seit Jahren. Aber da ist das Armaturenbrett da wesentlich fester dran. Wie gesagt, der ist eigentlich da so reingeklipst gewesen. Aber das hat sich alles losgeradelt, hat überhaupt nicht mehr gehalten. Ich sehe da, eigentlich sind ja da so Nasen dran, aber entweder sind die zerklar oder ich habe keine Ahnung. Weil du hümsigst ja fast gar nichts, du hümsigst das, du hast ein wenig so Neigeduld. Auf jeden Fall ist der auseinandergefallen und dann kommt Feuchtigkeit rein und Regen rein und dann funktionieren die Dinger nicht mehr. Und ich denke halt, das fällt einfach auseinander, weil dieses Armaturenbrett bei dem Schlepper ja einfach da dahin als Blech ausgeführt ist, das da zwischen die Schrauben reingespannt ist und das, ja, das vibriert halt und wahrscheinlich verträgt sich das nicht. Naja, egal wie dem auch sei, ausgetauscht, gut ist die Sache. Dann funktioniert das wieder, TÜV-konform, passt. Ja, wenn wir dann schon im Stottel drin sind, ich habe ja noch ein wenig an der Dreschmaschine rumgepopelt gehabt. Ich habe gestern noch ein wenig experimentiert. Ja, was ich einmal probiert habe, ob man Maiskolben nicht mit ausdreschen kann. Normalerweise Mais, die Drehzahl, also ohne Drescher kann das, ohne Mähdrescher, der war ja mal Maisdrescher. Und der Vater hat gesagt, der hat selber eigentlich ja, sind eigentlich ein Hektar gewesen. Mehrere hundert Hektar, wo er weggedroschen hat an Mais. Und er hat gesagt, das kannst du machen, du musst aber halt die Drehzahl von der Dreschtrommel runternehmen und so alles ein wenig umstellen und dann funktioniert es. Und ja, Eisauer für meinen Mais wollte er aber nicht mehr. Den Mais haben wir ja aber weggemäht, habt ihr im letzten Video gesehen. Der ist alles auf dem Einachse gekommen. Ich führe jetzt immer einen Teil davon. Und jetzt hat mich einfach mal spaßeshalber interessiert, ob die Dreschmaschine das auch könnte. Weil, wenn das Ding schon wieder läuft, könnten wir mal spaßeshalber was reinschmeißen, habe ich gedacht. Und ich muss sagen, ja, die Dreschmaschine kann das auch. Hätte ich nicht gedacht. Die Dreschtrommel habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich muss übrigens gucken, dass ich das Ding da irgendwo anschnur, du. Das ist die Heckklappen, wenn du da den Miststreuer zum Ladewagen aufbaust, die haben wir dann aufgelegt. Aber wenn du die Dreschmaschine einschaltest, dann wandert das Ding und rutscht immer so nach vorne. Das ist nicht schön. Ja, hier seht ihr auch schon. Da liegen Maisreste. Da liegen Maisreste, das soll dann rausgeradelt. Also es sind noch Restlatore drin, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat er das echt gut gemacht. Die Dreschtrommel sieht man da vorne. Das ist ja alles ziemlich offen. Also den Kolben von oben einfach reingeschmissen. Und dann wandert er da auch mal durch und dann fliegt er da hinten raus. Eventuell muss man noch ein zweites Mal reinschmeißen. Aber ich muss echt sagen, also für das, dass es eine Dreschmaschine ist, die eigentlich Getreide drischt, ist der Mais ausgedroschen. Also, das hat funktioniert. Ja.
Das hat mich interessiert, habe ein wenig rumprobiert gehabt. Was natürlich nicht ganz 100% passend tut, das ist einfach dem geschuldet, weil es halt eine Dreschmaschine für Getreide ist. Die Siebe passen dafür nicht. Weil auf dem Sieb da unten kann es natürlich dann passieren, das ist jetzt das größte Hafesieb, was drin ist, weil ich jetzt zuletzt die Hafe geputzt habe. Und das ist das größte Sieb, was wir allgemein haben. Er kann passieren, dass einmal ein Maiskannler über das Sieb drüber wandert und fällt da vorne runter. Also da liegt dann auch mal was. Ist aber egal, wie gesagt, die sind jetzt im Maisdreschen gedacht, das war einfach nur mal so Gaghalber, wollte ich das probieren. Und es hat funktioniert. Fand ich eigentlich ganz lustig. Wollte ich eigentlich filmen, aber naja, egal. Auf jeden Fall, ich war noch einmal an der Maschine dran, weil diese Entgranneplatte da die mir keine Ruhe gelassen hat. Ich habe das jetzt noch mal offen gehabt, weil die immer so gerauscht hat. Du hast das immer so ganz deutlich gehört, es rauscht, wenn du Getreide durchputzen tust. Und dann habe ich gedacht, irgendwas passt nicht. Das Blech, was jetzt da unten drin steckt, das war ja die ganze Zeit da oben drin gesteckt, also auf der Oberseite. Das habe ich mal also wie ich aufgemacht habe, habe ich gesehen, das ragt dann innen rein. Da innen sitzen drei Schaufeln, die ganz schnell laufen, quasi an Wind mit erzeugen und gleichzeitig das Getreide dann aufwärts schmeißen. So. Und das Blech, das ist genau in der Flugbahn drinnen, sprich, da drinnen hat es das ganze Getreide pulverisiert. Da hast du schon richtig Mehl produziert. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Jetzt will ich das Blech raus. Dann habe ich gesehen, dass die Grundplatten, wo die Entgranneplatten bzw. die Kladderplatten draufgeschraubt wird, gebrochen war. Die ist schon mal geschmaßt worden mit Elektroden. Und das war aber alles da lose, hat nicht mehr gehalten. Dann habe ich es auch komplett rausgebaut. Also das ganze Teil, den Rahmen oder? Hab den sauber drüben mit Wick, nee Quatsch, Wick suche ich, mit Mack verschwarzt. Alles schön blond geschliffen und wieder sauber reingebaut. Und jetzt ist er wesentlich schöner und dicht. Das Blech, was da oben drin war, habe ich jetzt einfach unten rein, weil dummerweise in dem Schleuderkanal da oder, unten ein kleines Löchler drin ist. Da hat der Großvater schon mal ein Stück Plastik von so einem alten Arm reingestopft. Von der Unterseite. Das Problem ist, wenn du das Blech machen wolltest, du müsstest das Ganze drum da oder abbauen und komplett zerlegen, um das Blech zu schwarzen, weil da im Stottel, naja, ist auch auf dem Druck, das Brennwurstzeug daneben, das schwarze ich lieber nicht. Wäre vielleicht nicht die beste Lösung. Ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt das Blech reingestopft habe und es funktioniert wesentlich besser. Es fällt jetzt da unten nichts mehr raus. Was jetzt allerdings passiert, dass dann da oben her, wo das Blech vorher drin war, dass da halt ab und an mal ein paar Kannler rausfliegen. Deswegen sind da ein paar Kannler. Also ich weiß noch nicht genau, wie das gehört. Ob das Blech da jetzt reingehört oder nicht reingehört. Da scheiden sich die Geister. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist jetzt wieder sauber soweit zu. Das passt. Und jetzt habe ich gestern dann, Spaß jetzt halt, wenn mein Bruder wieder mitkriegt, der frisst mich, habe ich gestern dann einmal die Maschine in Betrieb gehabt. Eine ganze Zeit lang sind auch 6 kW durchgegangen über den Motor. Also die ist schon ein bisschen gelaufen. Und habe einfach einmal eine Ladung vom Haben geputzt. Ich habe es gestern nicht gefilmt, weil das ja eigentlich nur zum Ausprobieren war. Da kommt immer noch dann leichtes Bruchkorn. Habe ich aber festgestellt, im Wogen ist auch Bruchkorn drin. Also sprich, der sortiert das Bruchkorn da oder raus. Da kommt ein schöner, großer Kannler. Oder halt so ein vernünftiger Kanne raus. Und da kommt ein ganz großer Kanne. Dummerweise durch das, dass ich ja den Mais probiert habe, kommt halt auch ein wenig Maiskannler. Also, damit es mir klappt, dass ich da einen Mais gemacht habe. Da liegt nämlich noch ein Maiskolben, ne? Das ist das Maiskannler dazu. Und ihr seht, das ist nicht zerschlagen oder was? Es funktioniert, es geht. Da hüben auf der Seite kommt tatsächlich eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das Ganze, ob das funktioniert. Oder ob das nicht funktioniert, ob man da was aufmachen kann, oder pff, ist mir noch ein Rätsel. Da hüben auf der Seite kommt gar nichts. Ich habe aber einen Sock drunter gemacht. Ja, was das da innen ist, wahrscheinlich bloß welche der Fettbuchsen, die abgeschmiert ist. Ja, auf jeden Fall das, was da jetzt in dem Sock drin ist, das ist vom Ding her schon schön sauber. Das gefällt mir schon ganz gut. Vor allem, wenn du jetzt auch, dass ich sogar den Sortierzylinder noch ein Stückler zumachen muss, weil
teilweise schon recht groß auch keine Atome drin sind. Das ist, wie gesagt, jetzt da noch so experimentieren, weil so ganz genau, wie das gehört, weiß ich natürlich auch nicht. Aber es funktioniert überhaupt schon mal. Und das ist das Wichtigste. Ja. Da hüben, da kann man dann immer noch keine. Seht ihr, da liegt da irgendwas. Das war aber schon viel, was vorher schon gelegen war. Ich denke, da muss ich in dem Windkanal da oben. Ja, Moment. In dem Windkanal da oben noch die Siebe tauschen. Das nehme ich auch da oben ein Sieb. Servus, eine Maus. Wohnt ihr schon wieder in meine Dreschmaschine? Raus da, du nicht werde. Ihr spinnt. Ich schalte es gleich wieder ein. Da werde ich wahrscheinlich die Siebe auch raus da müssen, weil das kommt dann von da. Und das fällt dann quasi da runter und geht da raus. Ich weiß nicht, was da rausfallen soll. Vielleicht soll da wirklich bloß Spreu raus. Weil das Sieb, wenn du es richtig einstellst, dann fällt es eigentlich runter in einen Radlbuden und geht in eine Sortierzylinder und rüber. Wenn jetzt aber das Getrar relativ lang ist, also, weil ich jetzt kein, das ist jetzt ein Haben, der quasi noch im Spitz drin ist, dann seht ihr schon, der ist relativ lang und der geht durch das Sieb nicht durch und dann landet der da. Da landet einiges, also die bläst da ganz schön raus. Und ich denke, da muss ich vielleicht dann einfach einmal auf der Seite das Sieb noch tauschen, da liegt da hinten noch ein ganzer Berg. Und dann sollte die hoffentlich auch soweit funktionieren. Ja, das sind halt jetzt alles so Experimente, wo ich noch nicht ganz genau weiß. Ich bin halt mit dem Ding zwar groß geworden, aber mir nie wirklich in Aktion gesehen, wie die eingestellt war oder was. Ich habe die einmal in Betrieb gesehen, dass Getrag geputzt worden ist. Und dann eigentlich jahrzehntelang gar nichts mehr, dann war er ja gestanden. Jetzt habe ich es aber wieder so weit, dass er überhaupt funktioniert. Und jetzt findet man sich halt so stückchenweise rein, wie es denn am besten funktioniert. Es wird. Ja, ich habe gesagt, ich habe den Haken da wieder gemacht, also mir kurz da auch wieder aufstellen, dass man reingucken kann. Ja. Muss ich ja mal in Betrieb nehmen, aber jetzt ist heute schon wieder, wir produzieren gerade 54 Watt. Es ist sauber wild draußen und regnet immer wieder. 54 Watt Strom, die jetzt vom Dach runterkommen. Der Speicher ist jetzt 81% voll. Und wenn ich jetzt die Maschine da einschalte und putze mein Habengurt durch, was ich jetzt liebend gern machen würde, ja, dann ist der Speicher wahrscheinlich wieder leer und mein Bruder kommt heim und sagt, was habt denn ihr gestört und schon wieder gemacht? Ja, ist ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck, dass mir jetzt den Strom dann da verballert. Ich habe ja gesagt, die Maschine soll hauptsächlich im Sommer erben, wenn du da Getrag putzen willst. Wenn du eh Strom hast. Und ja, verdammt, muss ich sagen, ja. Muss man es jetzt nicht auf die Spitzen treiben, dass es wieder eine schlechte Laune gibt. Da unten hängt gar nicht der Mais. Jetzt bist du runtergewandert. Auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, das funktioniert. Die geht. Ich will gucken, vielleicht in diesem Video, dass ich sie euch einmal noch vorführen kann. Wenn man ein wenig mehr Strom produziert, wäre das eine Sache. Aber ja, ihr seht schon, Stromproduktion bei dem Wetter ist eher so ein wenig mau. Dann müssen wir leider damit leben, dass es halt jetzt nicht geht. Und bevor ich da wirklich dann Anrüffel kriege, von wegen, den ganzen Strom verballert. Ja, die Sonne kommt da wegen durch. Könnte mehr Strom produzieren, Mann. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, das funktioniert soweit. Was ich nächstes Jahr dann einmal probieren möchte, das ist, ja, Versuch, den ich unbedingt einmal machen möchte. Wir haben jetzt geplant, auf dem Feld da unten kommt ein Sommergarten noch. Und zwar komplett. Und aufs Feld draußen im Betzberg kommt der Haben. Kein Nackthafe, sondern ein normaler Haben. Und oben her dann Mais, Kartoffeln und eventuell Rüben. Das muss ich auch mal gucken, was ich mache. Und ich habe gesagt, ich will dann vielleicht einmal probieren, entweder von der Gaschen oder vom Haben, dann richtig in der Dreschmaschine was auszudreschen. Quasi das Zeug geerntet, bevor es ganz reif ist. Dann aufgestellt hinein im Stadel irgendwo, dass es gut Druck nach kann.
Und dann haben wir mit der Dreschmaschine ausgedroschen. Das wollte ich unbedingt einmal probieren. Das muss theoretisch funktionieren. Also wenn es am Maiskolben austrischt, dann muss das andere ja gehen. Die Einstellungen, das muss ich einmal mit der Anleitung dann gucken. Oh, schau, schau, schau. Der Wettergott hat mich gehört, oder wie? Herr Pedros schiebt die Wolken weg. und dann wollte ich da einmal richtig Getreide ausdreschen. A plus Geckhalbe, weil ich meine, wer macht sich denn auf und du das ganze Getreide dann wieder mit der Sensen oder mit dem Mähbinder weg und dann alles mit der Dreschmaschine. Also, wir haben einen Mähdrescher und das geht wesentlich einfacher und du hast halb so viel Arbeit. Aber es ist halt einfach einmal zum Ausprobieren, Spaß jetzt halbe. Und das werde ich euch dann mit Sicherheit auch einmal zeigen. Aua! Die Eicherlauf fallen nach runter. Nö, und dann probieren wir das alles einmal aus. Ich sag, das sind so Experimente, alles ein wenig ausprobieren, ein wenig machen, ein wenig da. Und noch sich einmal in die Alltagstechnik anreifen. Weil es gibt nicht mehr viele Leute. Was produzieren wir jetzt? Weil es gibt nicht mehr so viele Leute, die eine Ahnung davon haben. Ich meine, ich gehöre jetzt auch nicht dazu, der eine Ahnung hat, aber ich versuche es mir halt dann anzueignen. Also wenn das aktuell ist. Hohoho. Hehehe. 82%, 5.032 waren eingespeist. Warum kann da mehr eingespeist werden, wie vom Dach kommt und warum kann ich da noch was? Weil wir noch Balkonkraftwerke haben. Oh ja, so wenn es jetzt bleibt, wäre natürlich optimal. Oder hinten kommt schon die nächste Regenfront. Ja. Das ist auf jeden Fall gut, ja. Wie gesagt, wenn so der Strom vom Dach runterkommt, dann kann man das machen, weil dann kostet im Endeffekt der Strom ja nichts. Dann ist es wurscht. Der Motor braucht, glaube ich, 4,5–5 kW. Und wenn ich das Getreide jetzt von meinem Hängegurt durchputzen möchte, was auf dem Einachse drauf ist, also auf dem neuen Einachse, auf dem alten Einachse ist jetzt der Horben drauf. Der Horben. Auf dem alten Einachse ist der Mais. Und auf dem neuen Einachse ist der Horben drauf. Der neue Einachse ist ja der. Und das ist der Horben. Ja, es ist nicht die Welt. Es wäre halt einmal eine Aufgabe, das Zeug einmal durchzuputzen. Ihr seht schon, da ist jetzt Bruchkorn mit drin. Das war aber wahrscheinlich durch meine Versuche mit der Dreschmaschine, weil ich habe das Getreide dann einfach wieder da reingekippt. Beim Durchprobieren. Und das sortiert es dann natürlich jetzt danach schön raus. Die sortiert aber dann auch, wenn ich jetzt da mal da hergehe, das ist jetzt nur mit dem Windfähig einmal im feuchten Zustand durchgeputzt, die sortiert aber dann auch die ganzen Distelsämereien, die noch drin sind, raus und die bringt auch den anderen Trick da noch einigermaßen und dann hast du wirklich nur einen schönen Kandler. Und ja, das möchte ich da damit einmal machen, das ist ja Nackthafe gewesen, ihr seht es ertragstechnisch, naja. Also es ist wenig für das, dass es so viel war, was wir angebaut haben. Es war ja auf dem Feld oder unten eine ganze Ecke. Das waren, ja, ich schätze mal 4000 Quadratmeter gewesen. So. Und draußen im Betzberg, da war es ja ein halbes Hektar, was wir gehabt haben. Und vor der kompletten Fläche ist das alles, was rausgekommen ist. Also die Sorten, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir es probiert haben, funktioniert bei uns nicht. Im Vergleich dazu haben wir auch einen normalen Horben schon gehabt. Und ein normaler Horben, der hat mir draußen auf der Fläche mehr wie einen Kipper voll gebracht. Also, ja. Da machen wir wieder einen normalen Horben. Was ich bräuchte, wäre quasi zum Haferflocken machen, dann einen Entspelzer. Weil die Mutter, die hat sich auf die Kitchen so ein so Quetsch gekauft. Wo es da dann deine Haferflocken selber machen kannst, war die Idee. Funktioniert auch gut, mit Nackthafe funktioniert es natürlich prima, weil du hast keinen Spelz. Mit einem normalen Haben ist halt blöd, weil wenn du das magst, dann hast du mir die Spelzen mit rein in die Haferflocken und das willst du da ja eigentlich nicht. Ja, das sind halt so Experimente, die man gemacht hat. Einfach muss er ausprobiert und naja. Nee, wie gesagt, also die werde ich auf jeden Fall in Betrieb nehmen und euch einmal noch vorführen. Aber ihr seht schon, jetzt ist die Sonne auch schon wieder hinter einer Wolken. Dann war die Stromproduktion ruckzuck wieder weniger. Ja, wie gesagt, man muss einen Strom nicht unnötig verballern. Es kostet ja leider auch Geld. Ich glaube, die Kilowattstunden sind 44 Cent.
was man zahlt. Ja, sagt man, 44 Cent ist doch nicht viel und eine Kilowattstunde. Ja, aber die Maschine, oder die braucht halt ihre 5 kW. Und wenn die dann eine halbe, dreiviertel Stunde im Betrieb ist, ja. Ich meine, es ist dann auch bloß ein kleiner Eurobetrag und es ist nicht teuer, aber man muss es ja nicht unnötig auspulvern, wenn man doch stattdessen eigentlich kostenlos erben kann. Und das Problem ist halt einfach der Speicher oben, das ist ein 7,5 kW Speicher. Wenn der jetzt dann fast voll ist und ich betreibe die und wir ziehen aus dem Netz nichts, dann zieht sich die Maschine den Strom aus dem Speicher, was ja eigentlich das Sinn und Zweck ist. Aber dann ist der Thomas schlecht gelaunt, weil ich noch sein Strom verballert habe. Aber gut. Es ist halt so. Das ist, wenn du da eine große Familie bist, dann musst du halt manchmal mit Sachen rumschlagen und rumärchen. Du musst da sagst, das ist ja Kindergarten oder so, aber naja, draufgeschissen. Das gehört dazu. So ist das in einer Familie. So, zusperren. Nein, nicht zusperren. Ich habe meine Brotzeitbox vergessen. Na gut, wir sehen uns wieder.
fahren. Und dort sind die großen ganzen Kerne. Und da hinten kommt dann noch so Unkrautsamerei-Zeug raus. Thank you.
habe jetzt bloß den Haarband durchgeputzt. Einfacher 2 Zoll. Wir haben jetzt gebraucht 1,2 kW. Haben die Maschine ca. 20 Minuten in Betrieb gehabt. So schaut das Ganze jetzt aus. Ja, der Sortierzylinder hätte noch ein Müh weiter aufgemacht gehört, wie man sieht. Aber es ist zumindest einmal das ganze Bruchkornmaterial raus. Weil das hat die ganze Zeit schon gestört. Das wollte ich einfach ein wenig raushauen. Das seht ihr da. Das sind kleinere Körner und halt wie gesagt Bruchkorn. Der hätte jetzt wie gesagt Mühe weiter aufgemacht werden müssen, dann hätte es besser gepasst. Aber das sind Erfahrungswerte. Ich habe nach vorhin zugekurbelt und während des Betriebes kommt man leider schlecht nach. Na? Na? Hallo? Gibt's ja nicht. Wo ist denn da unten? Ach, da! Da seht ihr schon, das sind jetzt dann eigentlich nur noch Bruchkerne. Die waren auch so auf dem Wagen drauf, also die hat er jetzt nicht produziert, sondern die waren auf dem Wagen so drauf. Hühnerfutter, das, ja, das ist zum Schroten oder Haferflocken machen oder dergleichen. Ja, und das da, das ist dann quasi eigentlich das, was jetzt da hinten rauskommen ist, wo es nicht rauskommen soll. Das sind diese ganzen Spelzen. Das sind mit Sicherheit auch keine dabei, weil der Wind nicht gepasst hat. Ja, freilich sind da keine dabei. Das ist dann noch mit dem Kornfangblech ein wenig rum experimentieren. Also das ist auch Hühnerfutter direkt. Das ist das, was er um drüber mit dem Wind ausbläst. Ja, so schaut es auf jeden Fall aus. Und da ist mir vorhin der Sockleiter aufgegangen, also hier ist da der ganze Berg. Aber ist halt so. Also da gehe ich jetzt dann nochmal zusammen. Das da mal ins Hühnerfutter, das da hüben und das da drüben, das ist da mal weg, das ist Ausschuss. Ja, auf jeden Fall funktioniert es auch soweit. Ja, obwohl das da, das könnte ich vielleicht auch die Hühner direkt nachschmeißen. Das können wir eigentlich auch holen. Ist wurscht. Die fressen alles. Die Maschine läuft soweit. Macht, was er soll. Und macht das eigentlich sogar schon recht gut. Für das, dass ich ja erst einmal das rumprobieren habe, wie es überhaupt funktioniert. Ihr habt vielleicht gesehen, die Körner kommen auch da. Wenn man richtig nahe guckt, da hinten sieht man dann die Rutschen eigentlich, wo sie runtergerauscht sind. Gehen auf die Schüttlersiebe, durchs erste Sieb, ins zweite Sieb und am dritten Sieb dann unten. Über das rutschen sie dann runter, rutschen in den Kanal oder? Wann normalerweise dann vorgeradelt, fallen durch das Sieb, laufen über durchs Geschüttel, in den Wurfelevator. Da oben drin da läuft das Gebläs quasi. Das bläst da kräftig Wind nach und pustet quasi Spelzen die runterkommen, schon drüben aus. Die gehen dann über das Rohr da um. Darüber. Ja, und der Wurfelevator, der befördert das Material dann hoch. Dann kommt es da oben, wo dieses Blech ist, nach unten. Das ist Stellklappen drin, wo du die Luft regulieren kannst. Die hat wahrscheinlich nicht ganz gepasst. Dann bläst die Zeug und haut das Zeug drüben aus. Deswegen habe ich es da dann zugemacht, dann war es besser. Und ja, da bläst es rüber und drüben hast du dann ein Einstellblech. Da kannst du dann noch einstellen, wie stark das Getrag quasi gebremst wird, wenn keine mitgerissen waren. Ja. Und das ist halt noch das, was ich ein wenig ausprobieren muss. Ich sehe jetzt natürlich wieder gar nichts mehr. Also die Brille ist jetzt ziemlich... Ja, ihr habt jetzt gesehen, ich habe Brillen auf. Ja, auf jeden Fall. Soweit ist gut. Alles jetzt einigermaßen durch. Das Getrag habe ich jetzt dann verrammer. Hänge es endlich am Molee, weil ich wollte es einfach nur zwei Mal putzen, dass der Dreck noch einmal raussortiert wird. Das war mir wichtig. Ja. Und ich denke, mit 1,2 kW kann man sich nicht beschweren. Also. Das sind
irgendwas mit um die 50 Cent Strom, wo ich jetzt gebraucht habe, um das Gedraht durchzuputzen. Also das soll da mal im Rahmen bleiben. Nee, das war jetzt wie gesagt einfach mal zum Versuch, dass das funktioniert und es geht soweit. Ich mache jetzt da noch ein wenig sauber, ramme noch ein wenig zusammen und dann ist gut. Da habt ihr es einmal im Einsatz gesehen. Ja, wie gesagt, Sortierzylinder, das ist noch so ein wenig Einstellungssache, der passt einfach noch nicht ganz. Aber das war noch und noch. Und weil ich gesagt habe, du bist sauber. Ja, das war so meine Arbeit gestern. Ich habe da hinten einmal den ganzen Drehgumbuden weggemacht. Natürlich habe ich jetzt wieder Dreh, weil da ist der Sock aufgegangen. Da drüben hat es mir das Zeichen ausgehauen, wo es nicht raus sollte. Aber ich habe da hinten einfach mal ein wenig zusammengerammt, dass man wieder ein wenig laufen kann, dass man was sieht. Ja, die höhenverstellbare Sockhahn. Ist alles ein wenig aufgerammt. Besser. Gut, soweit. Ja, jetzt haben wir mittlerweile Sonntag, den 13.10. Ja, steht ja auf dem Computer vor mir. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich kurz einmal die Daten dann auf dem Computer da. Ich habe es endlich geschafft, dass der Computer wieder läuft. Also der hatte scheinbar ein Problem mit der BIOS-Batterie, die war leer. Dann habe ich die BIOS-Batterie getauscht und dann wollte das Ding partout nicht mehr hochfahren. Dann habe ich den Computer jetzt mal ausgeblasen in der Halle. Ein wenig rumprobiert und dann doch irgendwie in die Einstellungen gekommen. Und dann hat er immer wieder probiert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich durch die defekte BIOS-Batterie. Der wollte mir über USB-Device starten. Nur das hat natürlich nicht funktioniert, weil wenn kein USB-Device dran ist, wo die das System drauf ist, funktioniert es nicht. Dann hat er mir gesagt, no system disk. Naja. Jetzt habe ich irgendwie dann trotzdem rausgefunden, wie man das ändert und tatsächlich, der Computer läuft wieder. Und jetzt kann ich endlich einmal das Video rausbringen. Also eigentlich war es ja schon letzter Wochen aufgenommen, letztes Wochenende. Aber nachdem der Computer einen Geist aufgegeben hat und keinen Bock gehabt hat, ja, ist halt jetzt Zeit vergangen und jetzt haben wir halt so noch den 13. Gut, dann machen wir es halt jetzt. Also ich setze mich jetzt hier, war am Anfangen, ob ich das Ding jetzt dann fertig schneide oder was, vielleicht durch auch nur das Projekt soweit bearbeiten, schneiden und rendern dann unter der Woche irgendwann einmal, wenn ich abends heimkomme. Das muss ich ja mal gucken. Aber das seht ihr ja dann spätestens, wenn das Video rauskommt, so ja mal. Dann werde ich das ja erfahren. Und dann sehen wir schon. Ja, ja, ist recht. Ja, gibt's da noch irgendwas? Ja, also wie gesagt, zu dem Video da mit der Dreschmaschine, natürlich nicht ideal, es ist alles relativ dunkel und die hat dann noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe zwar einen Sortierzylinder umgestellt gehabt, aber ich habe es ja schon im Video gesagt gehabt, passt noch nicht die Einstellung, der müsste weiter auf, hätte er definitiv gemüsst. In der Mitte ist Bruchkorn noch gekommen, das hätte nicht passieren dürfen. Und ihr habt gesehen, ich musste immer wieder unten unterhalb vom Sortierzylinder das Getreide neu schieben. Das Getreide ist immer wieder liegen geblieben um drauf und wollte nicht in den Sock rein. Und dann ist es übergelaufen und geht in den Mittleren rein, wo er ja auch nicht noch sollte. Ja, das war, weil er einfach zu weit zu war, wäre weiter offen gewesen, wäre weiter unter Öffnung gewesen, die nun nicht zum Sock geht, dann wäre es abgelaufen. War aber nicht. Naja, wie gesagt, das sind alles Probierereien. Ich habe dann auch den Fehler gemacht, ich habe die Maschine, den Trichter um viel zu weit aufgemacht. Also das Getreide ist viel zu schnell durchgerauscht. Weil ich halt schnell sah wollte und wollte fertig werden. Und weil ich das Getreide halt endlich von meinem Einachser runterholen wollte. Ich wollte es einmal so grob sortiert haben. Also sortiert ist es. Ich habe jetzt ganzer Körner im Ansock drin. Und das andere, das ist halt mit ein bisschen Bruchkorn versetzt. Aber das ist ja wurscht. Das ist ja eh zum Schruden gedacht. Und die ganzen Körner habe ich vor. Aber Haferflocken zerquetschen. Und soweit passt das Ganze dann natürlich. Und dann ist das in Ordnung. Ja, also wie gesagt, das hat soweit funktioniert. Ich will nächstes Jahr wird am Feld unten dann Summergaschen angebaut und in Betzberg draußen auf dem Feld kommt der Haben und in Betzberg draußen kommt dann Mais mit der Monozentra und eventuell Rüben und auf jeden Fall die Äpfel dann aus. Ist zwar dann ein wenig blöd mit der Fahrerei, weil Kartoffeln am Hof ist halt doch ein wenig einfacher, muss da nicht so weit. Willst du abends einmal schnell anhäufeln? Naja, ist halt da nicht.
Ein anderer Vorteil da draußen, ich konnte die Kartoffeln dann einmal wirklich über die komplette Feldlänge durchziehen. Und muss nicht wieder stückeln wieder unten, weil wenn du mittendrin auch irgendwo was machst, ist blöd. In Betzberg draußen kann ich hergehen und kann die Kartoffeln dann wirklich einmal irgendwo und da komplett abbauen durch. Und dann waren es halt keine 24 Bohnen wie zuletzt, sondern dann waren es halt bloß, keine Ahnung, 8 Bohnen vielleicht. Also 4 und 4, aber dafür halt das Ganze dann 150, 200 Meter lang. Ist zum Rauskroben vielleicht da ein wenig angenehmer, weil man das ständig umparken muss. Muss ich auch mal ausprobieren. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber das wird wahrscheinlich so laufen. Und dann fährt man halt zum Enden mit 2 Bulldoggen aus. Ja, mal gucken, wie wir das machen, weil, wie gesagt, heuer wo wir ja leider zum Enden vor der Äpfel Allah. Hat sich ja keiner mehr dazu bereit erklärt. Das ist ein wenig die Problematik. Jetzt gibt es wohl das Stecken Allah und das Häufeln. Naja, gut. Am Hang ist eine zweite Person nicht schlecht. Aber das Chrom, zu zweit ist halt mühselig. Aber gut. Anderes Thema. Naja. Was gibt es sonst noch Neues? Ja, ich habe es ja im Video schon gesagt, ich habe jetzt Brillen auf. Ist halt so, man wird älter. Ich könnte auch ohne Brillen, auch kein Problem, aber ist halt so. Den Schmand, den wo ich da habe, der ist nicht vor der Brillen. Habe mich ein aufgekratzt gehabt. Ups, kann passieren. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ja, zum Führerschein bin ich jetzt angemeldet. Nochmal Vorschulbank drücken. Na, was heißt Vorschulbank? Ich habe es ja schon angekündigt gehabt, ich möchte meinen BE-Führerschein nachholen, den Hängeschein. Der wird auf jeden Fall jetzt gemacht. Ich habe meine ganzen Unterlagen dazu abgegeben. Also den Führerschein und auch Passbild und schöne Führerscheinstelle. Ich war schon auf dem, im Rathaus drin, im Bürgerbüro. Ich habe das ganze Zeug beantragt und jetzt muss ich einmal nächste Woche meinen Vorlehrer anrufen. Dann kann ich einmal mit den Fahrstunden, mit den praktischen anfangen für den Hängerschein. Dann war der Hängerschein gemacht. Für den brauche ich dann noch eine praktische Prüfung und dann, ja, je nachdem, wie es heuer noch klappt vom Wetter her, dann muss ich mit einem plaudern, ob ich die Fahrstunden für den Mopedschein noch machen kann, also für den B196 oder ja, der kleine A1, wenn du so willst, weil es ja der A1, den kannst du ja erweitern, den B196 ja aktuell noch nicht. Vielleicht ändert sich ja noch was in der Gesetzgebung, ist mir eigentlich egal, also mir reicht der. Und da werde ich dann einmal, ja, entweder heuer noch oder dann im Frühjahr, wie es bei ihm passt und wie das Wetter halt da passt, dann mache ich mir da noch meine Vorstunden und da brauche ich noch 4 Theoriestunden dazu. Da ruft er mich an. Ja, dann mache ich nochmal Führerschein. Kostenpunkt so, ja, Hängeschein 800-900 Euro. Und ja, B196 sind es glaube ich auch 700 Euro in etwa. Es ist keine günstige Sache, aber naja, Mann, den Hängeschein, ich brauche ihn definitiv einmal. Ich möchte einmal meinen Sachkundenachweis Tiertransport noch machen, dass ich wirklich einmal sagen kann, ich kann einmal eine Kuh irgendwo holen oder ich kann einmal ein Schwein irgendwo hinfahren. Oder ist ja momentan die Problematik, ich darf das ja nicht, weil A, ich habe keinen Hängeschein und den Sachkundenachweis ohne Hängeschein zu machen, ist ja wie gesagt irgendwie ein wenig idiotisch. Laden wir in den Ländrufe hinten ein und fahren durch Deutschland. Juhu, geil. Na, ja, und im B196, das ist wie gesagt, ich möchte auch mal wieder Zweirad fahren. Ich habe jetzt ein wenig geschaut, welche Zweiräder und ich bin mittlerweile, glaube ich, bei einem Moped-Hänger geblieben, das mich schon reizen geht. Ja, ich kann ja an der Stelle mal verraten noch, was ich ein wenig gucke. Mal gucken, das wird sich dann schon mal irgendwann finden. Also ich weiß nicht, eigentlich erkenne ich ja bestimmt die Motorradmarken DKW. Nein, es wird kein DKW, weil DKW sind leider Gottes relativ teuer und bei den DKW ist das Problem, die Ersatzteilversorgung ist, naja, schwierig, sagen wir mal. Schlecht nicht, aber schwierig und relativ kostspielig. Aber DKW wurde ja ursprünglich mal von einem Herrn Rasmussen, glaube ich, gegründet. Und zwar im sächsischen Zschopau. Ja.
Und das Werk hat es lange gegeben und die haben nach dem Krieg, die DKW ist ja dann mehr oder minder die Belegschaft in den Westen geflohen, also erst nach Zwickau und dann haben sie ja in Ingolstadt weiter produziert. Und die Belegschaft in Zschopau hat nach dem Krieg aber auch den Motorradbau wieder angefangen und die haben das Moped, das was sie auch vorher schon vor dem Krieg produziert haben, nach dem Krieg auch wieder produziert. Das ist die DKW RT 125 gewesen. Ja, bei denen hat es halt dann, wie ich Markenrechtsstreit, MZ RT 125 Kasen, Motorradwerke Zschopau. Interessant an der Maschine, die hat es dann später gegeben als Typ 3, RT 125-3, mit mehr Motorleistung, 6,5 PS und 123 Kubik, also genau das, was ich fahren darf. Ja, genau so stelle ich mir vor, schön mit Einzelsitze. Also, wenn ihr mal gucken wollt, MZ RT 125-3, dann wisst ihr, was ich mir vorstelle. Gut, denn das Lenker, die Lenkerverkleidung oben drauf, die ist vielleicht nicht ganz so meins, aber der Rest, das gefällt mir. Also, das könnte unter Umständen passieren, dass ich dann irgendwann mal so ein Ding habe. Also, das nur am Rande. Ja, genau. In diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, Schluss mit dem Video, fange ich mal das Schneiden an. Das ist eh schon wieder viel zu lang geworden und ich habe schon wieder viel zu viel geratscht. Ich wünsche euch was, wir hören uns wieder. Bis die Tage. Servus la.